Die Südländer brauchen ihren eigenen Euro, das fordert der 86-jährige Ökonom Alan Meltzer, einer der führenden Währungsexperten der Welt. Er sagt, der Euro muss gespalten werden, damit er irgendwann wieder geeint werden kann. Und in seiner Analyse, dann sagt er, dass es Europa eigentlich schlecht geht und dass das Grundproblem ja die Löhne und die Preise sind, die irgendwie nicht stimmen im Verhältnis. Was sagt eigentlich Rudolf Hickel, der kritische Ökonom? Schönen guten Tag, Herr Hickel. Schönen guten Morgen. Was der Herr Meltzer da vorgeschlagen hat, das ist ja erstmal ein radikaler Vorschlag, aber seine Analyse, er sagt ja, dass das Gefälle zwischen den Nord- und Südländern riesig ist und zwischen den beiden Gruppen und zu der schlechten Gruppe zählt er auch Frankreich, stimmen die relativen Preise und Löhne nicht. Die deutschen Löhne sind im Vergleich zu dem französischen und italienischen zu niedrig oder je nachdem, wie man es sehen will, eben zu hoch. Teilen Sie seine Analyse? Also die Analyse hat ganz bestimmte wichtige Elemente, die ich teile in der Tat. Wir müssen ja so sehen, als der Euro geschaffen worden ist mit dem Maastrichter Vertrag von 1990 und dann in Kraft gesetzt worden ist ab 2000, 2001, beobachten wir eine ganz massive Spaltung. Wir haben, was die deutsche Entwicklung betrifft, vergleichsweise sehr niedrig steigende Lohnstückkosten, beispielsweise gegenüber Frankreich, Italien, aber auch Griechenland. Und daraus ist natürlich eine massive, aggressive Benachteiligung zustande gekommen, beispielsweise der Länder, die überflutet worden sind aufgrund der von den Arbeitskosten her billigen Produkte aus Deutschland. Das ist ein entscheidender Grund der Fehlentwicklung, der auch oftmals beschrieben worden ist, das jetzt auch gerade wieder gefordert hat, das IMK, das Institut für Makroökonomie und Strukturforschung mit Gustav Horn gefordert hat, jetzt gerade auch gestern nochmal, wir müssen die Löhne in Deutschland erhöhen und zwar aus zwei Gründen. Um im Grunde genommen die Wettbewerbschancen anderer Länder zu verbessern, aber auch selber die Binnenwirtschaft zu stärken. Was ich nicht teile, ist die Schlussfolgerung von Alan Meltzer. Alan Meltzer schlägt ja vor, dass das Euroland gespalten wird, dass erstmal einige Länder wieder austreten, ihren eigenen Weg gehen. Und dann kommt etwas, was ich wirklich für sehr naiv halte, geradezu sträflich naiv, nämlich die Vorstellung, wenn die sich dann alle, die Ausgetretenen, beispielsweise Griechenland oder auch Spanien, saniert haben, dann kommen die zurück im Euro. Wenn die Länder austreten, das kann man zeigen, dann werden diese Länder eine sehr schlechte ökonomische Entwicklung haben und die Chance, jemals wieder zurückzukommen im Euro, die ist naiv, das kann man sich erlauben, wenn man als Monetarist in USA den Blick auf Europa wendet, aber der Blick ist falsch. Mhm. Er bietet ja drei Lösungen an und sagt, es gibt eigentlich nur drei Lösungen, Inflation, Deflation oder Abwertung. Er sagt, Deflation ist das, was derzeit betrieben wird, also Preis- und Lohnverfall. Inflation ist ja auch immer schwierig und dann folgert er einfach nur, naja, da muss man das irgendwie, es müssen eben dann Gruppen aus dem Euro austreten. Klingt für mich eigentlich logisch, aber Sie sagen, das ist naiv. Naja, die erste Vorstellung bzw. die erste Beschreibung ist richtig. Wir sind, ich formuliere es ein bisschen vorsichtiger als Alan Meltzer, wir sind in einer deflationären Entwicklung. Das ist ja auch die große Angst, die große Sorge der Europäischen Zentralbank und auch der Grund, warum sie teilweise abenteuerliche Maßnahmen unternimmt, um das zu bekämpfen. Deflation heißt, dass auf breiter Linie mit Preisverfall gerechnet wird, dass die Unternehmer deshalb nicht investieren. Und dass vor allem auch nicht konsumiert wird, die Konsumausgaben, vor allem die für langfristige Konsumgüter werden verschoben. Wir haben Erfahrungen aus Japan, die katastrophal sind, aus Deflation rauszukommen, ist ganz, ganz schwierig. Aber jetzt ist die Frage, wie überwindet man das? Und da sagt Alan Meltzer, ja gut, da müssen die austreten. Das ist im Grunde genommen eine sehr monetaristische, verengte Sicht, die nur das Geldsystem sieht, denn es gibt eine ganz andere Alternative, die in Deutschland gefordert worden ist, auch im Umfeld der Gewerkschaften, beispielsweise des DGBs, zu sagen, nein, wir müssen die strukturschwachen Länder, beispielsweise, ich mache mal ein Beispiel Griechenland klar, die müssen wirtschaftsstrukturell aufgebaut werden. Da muss die Infrastruktur verbessert werden, da muss beispielsweise eine mittelständische Wirtschaft geschaffen werden, um die ökonomisch zu stärken. Weil eins ist klar, man kann das, wir könnten das jetzt durchspielen, ich fasse aber mal zusammen. Wenn beispielsweise Griechenland aus dem Euroland austritt, dann wird es eine Elendsökonomie, weil die Hoffnung, dass dann mit einer niedrig bewerteten, abgewerteten Drachme die Exportbedingungen sich für die griechische Wirtschaft verbessern, die kann man nur haben, wenn man nicht weiß, dass Griechenland überhaupt keine stabile und einigermaßen wettbewerbsfähige Exportwirtschaft hat. Da muss man einsetzen, aufbauen. Also meine Antwort auf der gemeinsamen
Analyse des Problems mit Melzer ist die Antwort genau eine konträre, zu sagen, wir brauchen jetzt eine Stärkung dieser Länder dauerhaft. Es geht übrigens da nicht nur um die Länder für den Euro, fürs Eurosystem zu stärken, sondern insgesamt für die EU. Das sind ja, wenn man sich vorstellt, Griechenland würde dann mit einer eigenen Drachme eine Elendsökonomie innerhalb der EU und es würde dann zu ganz, ganz vielen notwendigen Unterstützungsmaßnahmen führen. Also Alan Meltzer zieht die falsche Konsequenz, das überrascht mich auch nicht, weil ich Meltzer sehr lange kenne und weiß, er ist ein Monetarist und hat überhaupt kein Gespür für wirtschaftsstrukturelle Fragen. Mhm. Dann kommen wir mal zu einem anderen Ökonomen, der eine ähnliche Einschätzung hat, nämlich Heiner Flassbeck, der sagt, dass der eigentliche Konflikt, der spielt sich zwischen Frankreich und Deutschland ab, wegen dem Lohngefälle, was Sie ja auch schon mal bestätigt haben. Das scheint auch, wenn ich das so sehe, das Problem zu sein, dass die Franzosen irgendwie alles richtig gemacht haben, ihre Löhne gesteigert haben und Deutschland eben nicht. Das heißt, im Kern Europa müsste eigentlich der Konflikt gelöst werden, aber ich sehe das nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das passieren soll. Also es ist ja so, dass Heiner Flassbeck einer der ganz klugen Ökonomen ist, der natürlich völlig zu Recht sehr stark betont die Tatsache, dass die vergleichsweise niedrige Lohnentwicklung der letzten Jahre und damit die gegenüber den anderen Ländern sehr schwache Lohnstückkostenzuwächse, dass die natürlich Deutschland einen unglaublichen aggressiven Wettbewerbsvorteil eingeräumt, geschaffen haben. Und das ist ein Verhältnis, er spielt es dann durch gegenüber Frankreich. Und das ist ganz richtig, dass Frankreich natürlich unter diesen massiven Exporten aus Deutschland überhaupt keine Chance hat, die heimische Produktion auszubauen. Aber auch da gibt es eine Kritik an Heiner Flassbeck. Er sieht dieses Argument, oder so mal formuliert, das Argument wird zu stark verabsolutiert. Es gibt natürlich in Frankreich, und das muss man sehen, wirtschaftsstrukturelle Probleme. Heiner Flassbeck klammert aus ganz bestimmten verständlichen Gründen sozusagen wirtschaftsstrukturelle Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland aus. Das geht aber nicht, weil natürlich auch in Frankreich eine Politik erforderlich ist, die insgesamt auch die Wirtschaft stärkt und weiterentwickelt. Und deshalb heißt die Antwort, ist ähnlich übrigens wie in der Analyse gegenüber Griechenland, der Euroraum ist so stark, wie die Wirtschaftskraft der einzelnen Mitgliedsländer ist und die muss gestärkt werden. Das kann man über Lohnerhöhung Frankreich machen, das ist ganz klar, beziehungsweise über Lohnerhöhung in Deutschland, um eine gewisse Entlastung für Frankreich zu bringen, aber das reicht nicht aus. Das heißt, Deutschland ist, sehen Sie da eine politische Stimmung, dass von der Exportaggressivität und von der Lohnzurückhaltung da irgendwie abgewichen wird, ist da eine Veränderung in Deutschland ein Einsehen in Sicht? Ja, also ich würde mal sagen, auf der sozusagen bestimmenden herrschenden Ebene der Bundesregierung ist es leider nicht in Sicht. Angela Merkel ist ja jetzt auch in Brisbane in Australien scharf kritisiert worden für diese massive Austeritätspolitik, also Austeritätspolitik heißt immer sparen, 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 vor allem mit den öffentlichen Haushalten, mit negativen gesamtwirtschaftlichen Rückwirkungen, scharf kritisiert worden. Ich sehe also bei der CDU, vor allem bei der Bundeskanzlerin, gewisserweise auch eine makroökonomische Sturheit oder eine Inkompetenz, was jetzt wirklich die Notwendigkeit betrifft, im Grunde genommen auch über Haushaltspolitik Infrastruktur zu stärken. Und wenn wir dann die SPD in der Koalition, ich spreche jetzt bewusst von der Regierungskoalition in Berlin, anschaue, dann muss man klipp und klar sagen, dass offensichtlich das, was die SPD im Wahlkampf gesagt hat und das, was auch gewisserweise den Geist der großen Koalitionsvertrags einig, dass das im Grunde genommen verlassen wird, also dass hier zurzeit keine Reaktion erforderlich. Und man muss ja sehen, es hat ja selten die Situation gegeben, dass Deutschland da so am Pranger steht, auch in der G20er-Gruppe. Und also ist da schon eine ideologische Verhärtung und Sturheit zu erkennen, die ich für problematisch finde. Umso wichtiger ist, dass wir deutlich machen der Öffentlichkeit mit allen unseren Beiträgen und heutigen auch Diskussionen, dass das so nicht weitergehen kann. Was wird denn passieren, wenn diese Sturheit bleibt? Na gut, dann haben wir zwei Entwicklungen, hat Alan Meltzer leider dann am Ende auch recht. Dann wird die Spaltung im Euroland massiv zunehmen, die wird sich verhärten, verfestigen. Und das heißt also, damit ist das gesamte Eurosystem bedroht. Man kann auf Dauer nicht mit notleidenden Ländern eine gemeinsame Währung betreiben, beispielsweise eine Währung, die Deutschland genauso gilt wie in Griechenland. Das heißt also, sie verschärft sich auf der einen Seite, auf der anderen Seite bleibt Deutschland in dieser imperialen Position. Aber es gibt einen Korrekturmechanismus, der ganz wichtig ist, den wir schon spüren. Die Exporte der deutschen Wirtschaft in den Euroraum haben deutlich abgenommen. Der Anteil lag früher mal bei 42%, der ist jetzt irgendwo bei 38%. Das heißt, es gibt sozusagen, wenn man so will, eine
selbsterzeugte Rückwirkung, also einen sogenannten Echo-Effekt, nämlich je aggressiver wir mit dieser Vorteilsposition im Wettbewerb über niedrige Löhne auftreten, umso stärker sind die anderen Länder nicht in der Lage, überhaupt unsere Exporte zu finanzieren. Das führt dann also dazu, dass die Nachfrage nach deutschen Gütern und Dienstleistungen abnimmt. Und das ist ein Korrekturmechanismus, der ist bereits im Gange. Und den müsste eigentlich mal die Kanzlerin sich dringend erklären lassen, um zu sehen, dass sie im Grunde genommen mit der derzeitigen Politik, und das ist eine ganz wichtige Botschaft, schadet sie auch ganz entschieden, schadet sie der Entwicklung der deutschen Exportwirtschaft. Am Ende ist es schädlich, wenn man über sozusagen aggressive Wettbewerbspolitik seine eigenen Exportchancen gewisserweise versaut, dann ist es schädlich und das ist eine Rückwirkung, von der ich hoffe, dass sie irgendwann mal in den Sturköpfen in Berlin ankommt. Das heißt, die imperiale Position, von der Sie sprechen, die deutsche imperiale Position, ist nur eine imperiale Position auf Zeit? So ist es ganz genau. Es gibt Rückwirkungen. Wir sehen das ja schon, wird ja auch schon bedauert. Wenn Sie irgendwo bei Handelskammern oder Industrie- und Handelskammern abfragen, werden die Ihnen sagen, ja, da gibt es deutliche Rückgänge. Das heißt also, die falsche Politik, die aggressive Exportpolitik wird schon selbst korrigiert, aber offensichtlich reicht die Belastung und die Lasten, die da entstehen, für die deutsche Exportwirtschaft reicht nicht aus, sozusagen die Bundesregierung zu überzeugen zum Kurswechsel. Und da gibt es einen großen Widerspruch. Die Vertreter der Exportwirtschaft wissen eigentlich von den Zahlen her, dass sie da belastet werden. Auf der anderen Seite sind sie solche Opfer ihrer eigenen Ideologie, nämlich Sparen, Austerität, dass sie gar nicht merken, dass sie gleichsam hinter ihrem Rücken sich selber die Lage verschlechtern. Sagt Rudolf Fickel, ein kritischer Ökonom. Danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag. Schönen Dank. Tschüss. Adieu.